Hey, hey, Oliver Schirmer hier, herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, in diesem Video geht es heute mal um ja, einen Beruf, den du ausüben kannst, auch wenn du jetzt kein neues Studium oder nicht mehr die Schulbank drücken möchtest, wenn du keine Lust hast, eine weitere Ausbildung zu machen. Und es geht einfach mal darum zu schauen, welche Optionen hast du denn? Weil wenn du gerade so aktuell auf der Suche bist, ja, was du machen kannst, wenn du vielleicht jetzt durch Corona, Covid-19, durch die Krise deinen Job verloren hast und auf der Suche nach einem Plan B bist, wo du sagst, okay, was ist denn zukunftssicher? Was kann ich denn ja, für die Zukunft tun? Und ja, wenn du dich mit solchen Fragen beschäftigst, dann ja, ist dieses Video heute hier für dich gedacht, weil mir ging es vor 15 Jahren ähnlich. Ich habe meinen Job nicht mehr gern gemacht. Ich war damals gelernter Industriemechaniker und wollte aus diesem Job eben halt einfach raus und habe dann für mich natürlich geschaut, welche Optionen habe ich. Allerdings wollte ich jetzt nicht mehr die Schulbank drücken, sondern ich wollte sofort beginnen, mir, ich sag mal, eine Existenz aufzubauen, einen Beruf auszuüben, der mir Spaß macht und der ein paar Anforderungen erfüllt. Und auf die jetzt im Einzelnen einzugehen, das würde den Rahmen hier des Videos sprengen. Deswegen kürze ich es ab. Ich habe dann überlegt, Mensch, machst du weiter Meister, machst du Techniker? Dann hatte ich aber halt die Situation, ich wäre weiterhin in meinem Job geblieben, ja, beziehungsweise im weitesten Sinne in diesem Berufsfeld geblieben. Und ich hätte ja zu Beginn gar nicht mehr verdient wie damals zu dem Zeitpunkt, als ja, ich dann meinen Job letzten Endes gekündigt habe. Und ja, ich hätte dann auch dementsprechend nochmal 2 bis 4 Jahre Vollzeit zur Schule gehen müssen oder eben dementsprechend an der Abendschule das machen müssen, um dann ein Berufsbild nachzugehen, welches mir, ja, wo ich eigentlich gar keine Lust drauf habe, sondern ich wollte einfach für mich ja, eigenverantwortlich, selbstständig sein und das aber ja, mit einem Beruf, der mir halt Freude macht, ja. Und am besten, den ich von überall aus ausüben kann, ja, weil das war für mich damals ein ganz, ganz wichtiges Thema und ist es auch heute immer noch, ne? So, und ja, wenn man dann so auf der Suche ist, dann geht man natürlich viele Optionen durch. Und ich habe jetzt hier mal auf Gehalt.de so die bestbezahlten Berufe Deutschlands so nachrecherchiert und da findet sich dann wieder der Oberarzt mit 117.000 Euro im Schnitt, ja. Dann haben wir den Key Account Manager mit 81.000 Euro, den Fondsmanager mit 86.000 Euro, den Verkaufsleiter mit 78.000 Euro, den Justiziar mit 71.000 Euro, ne? Und wenn du das jetzt dir so anschaust, dann stellst du fest, wenn du mal in diese Einkommensregionen kommen möchtest, stellt man fest, hey, brauchst ein Studium, ja, und selbst wenn du das Studium hast, also man kann ja nicht einfach mal entscheiden, ich bin jetzt Oberarzt, ne, und dann dadurch und dann halt als Oberarzt praktizieren, sondern man muss ja studieren, muss dann dementsprechend sich auch hocharbeiten. Also alles Optionen, die für mich nicht in Frage kommen. Dann habe ich jetzt mal geschaut, was sind so die Trendberufe 2020, ja. Und da sieht man dann, okay, IT-Berater 75.000 Euro, Softwareentwickler 61.000 Euro, Scrum Master 56.000 Euro, Altenpfleger, Krankenpfleger zwischen 32.000 und 38.000 Euro. Das sind alles so Berufe, was jetzt dann für mich damals auch nicht in Frage kamen. Und ja, und dann habe ich überlegt, Mensch, was kannst du machen? So, und dann habe ich mir angeschaut, okay, ich möchte örtlich unabhängig arbeiten können. Das heißt, ich möchte, wenn ich vom Kaffee aus arbeiten will, dann möchte ich die Freiheit dazu haben. Wenn ich von zu Hause aus arbeiten will, dann möchte ich die Freiheit dazu haben. Wenn ich vom Büro aus arbeiten will, dann möchte ich auch das tun können. Ich wollte einfach nicht starr den ganzen Tag an einem Ort verbringen müssen. So, das war mir das Allerwichtigste. Und dann ist natürlich, wäre es natürlich auch noch schön, wenn man sich finanziell verbessern kann. Ja, das war dann ebenfalls ein Thema. Und ja, und dann blieb, wie gesagt, nicht viel. Ja, neue Ausbildung machen, Studium etc. War alles nicht das, was für mich in Frage kam. Und dann habe ich halt für mich einfach geschaut, Mensch, was kannst du machen als Quereinsteiger? Ja, und letzten Endes ist es dann so, dass es doch einige Berufe gibt, ja, die man als Quereinsteiger machen kann. Das heißt, wo man dann auch, ich sag mal, als Branchenfremder loslegen kann, sich durch Fleiß, Engagement und natürlich auch Weiterbildung hocharbeiten kann. Und da finden sich dann zum Beispiel ja, so Berufsfelder wie Regionalverkaufsleiter, der Pharmareferent, ein Key Account Manager,
Verkaufsleiter. Ja, das sind alles Themen, die du dann jetzt, ich sag mal, mehr oder weniger ohne Studium machen kannst, wo du einfach auch über einen Quereinstieg die Möglichkeit hast, Fuß zu fassen. Jetzt war es aber bei den ganzen Berufen für mich so, was ich dort recherchiert habe damals, dass du natürlich aber trotzdem ja immer eine gewisse ja, Gebundenheit hast, gerade was örtliche und zeitliche Flexibilität betrifft. Also fielen viele dieser Kategorien für mich auch raus, ja. Und last but not least ist für mich dann eine Tätigkeit, eine vertriebliche Tätigkeit, ja, quasi war dann für mich die Lösung. Und das eben halt auf selbstständiger Basis. So, und jetzt kann man natürlich den klassischen Weg des Vertrieblers gehen, indem man einfach ja, in einem Vertriebsunternehmen anfängt und dort halt eben seinen Kundenstamm aufbaut. Oder man kann zum Beispiel eine Sonderform des Vertriebs wählen, ja, indem man zum Beispiel sagt, okay, ich fokussiere mich auf Network Marketing. Und ich habe mich dann mit Network Marketing beschäftigt, aber auch mit dem Thema Online-Marketing und bin dann letzten Endes im klassischen Strukturvertrieb gestartet, ja, und ja, quasi Network Marketing seitdem dann ausgeübt. So. Und ich habe damals dann halt eben auch geschaut, Mensch, was gibt es denn an Verdienstmöglichkeiten? Und dann gibt es ja so allerhand Artikel und Berichte, die man lesen kann. Und es geht mir jetzt auch hier gar nicht darum zu sagen, wow, in Network Marketing kannst du reich werden oder wie auch immer. Es gibt viele Menschen im Network Marketing, die nicht reich sind, aber viel oder ich sag mal, ein hohes passives wiederkehrendes Einkommen haben und dadurch ja ihr Leben halt frei gestalten können, so wie sie es wollen, die nicht arbeiten müssen, wenn sie es nicht wollen, weil ihnen vielleicht 5.000 bis 10.000 € im Monat durchaus genügen, ja, um ein tolles Leben zu führen. Ja, also es muss nicht immer gleich die Hunderttausenden Euro im Monat sein, es muss auch nicht immer gleich die Millionen sein, sondern Network Marketing bietet halt ein breites Spektrum, wo sich jeder wiederfinden kann. Das heißt, wer halt mit 1.000 € im Monat klarkommt und zufrieden ist, der kann das verwirklichen und wer halt mehr möchte, der kann das eben halt auch. Ja. So, und dann habe ich einfach mal geschaut, was ist denn im Network Marketing möglich? Und das sieht man dann im Prinzip, ja, gibt es dann immer auch so Ranglisten, wo die Einkommen der Topverdiener veröffentlicht werden. Das ist hier zum Beispiel eine Plattform businessforhome.org. Da habe ich auch die Zahlen her. Und da siehst du zum Beispiel monatliches Durchschnittseinkommen 2,2 Millionen, 1 Million, 940.000 Dollar, 900.000 Dollar. Ja? Und wenn ich jetzt mal schaue und vergleiche es mit einem Oberarzt, mit 117.000 Euro, dann habe ich für mich die Entscheidung damals getroffen, okay, es müssen ja nicht die 900.000 sein, das kann ich mir, ja, das war damals schon nicht vorstellbar für mich. Und aber du hast ja bis, ich sag mal, von 0 bis ja, 2,2 Millionen durchschnittliches Monatseinkommen hast du ja viel Luft, ne? Das heißt, du kannst dort deinen Platz dann dementsprechend auch finden. Und dann war für mich klar, okay, wenn ich jetzt nochmal einen Neubeginn mache, dann soll es doch etwas sein, wo ich dauerhaft davon partizipiere, auch wenn die Wirtschaftslage vielleicht mal schlecht ist und so weiter, ja. Und so bin ich dann dementsprechend im Network Marketing gelandet. Und das ist die Option, die ich dir ebenfalls ja, gerne anbieten möchte, weil du im Network Marketing die Möglichkeit hast, alles, was du, also du machst die Arbeit im Prinzip einmal, ja, und hast dann aber von der getanen Arbeit die Möglichkeit, ein Leben lang zu profitieren. Das heißt, du hast im Network Marketing die Möglichkeit, dir einen Kundenstamm aufzubauen und darüber wiederkehrendes Einkommen zu generieren. Oder du, beziehungsweise du kannst auch beides machen. Du baust dir ein Vertriebspartnernetzwerk auf, ja, wo du an den Umsätzen deiner Vertriebspartner beteiligt wirst. So, und da möchte ich einfach heute mit dem Video dazu anregen, dass du vielleicht einfach, wenn du jetzt gerade auf der Suche bist, schau dir doch das Thema Network Marketing mal genauer an. Du findest auf meinem Blog unter www.oliverschirmer.de da super viele Artikel dazu. Oben in der Leiste findest du die Rubrik MLM. Da findest du dann die wichtigsten
Beiträge zum Thema Network Marketing. Ja, da kannst du dich absolut kostenlos mal über das Thema informieren. Vielleicht ist es für dich eine Option, so wie es für mich damals eine Option war. Ja, und wenn dem so ist, kannst du auch unterhalb des Videos die ganzen Links finden und kannst auch natürlich gratis dir weitere Informationen anfordern. Ja, ich hoffe, dass ja, ich dir mit diesem Video ein Stückchen weiterhelfen konnte und ja, vielleicht dich auch dazu bewegen konnte, mal über Network Marketing nachzudenken. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt maximalen Erfolg, weiterhin alles, alles Gute und freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, mach's gut, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.